Also wenn ich in die Mensa gehe und mein Essen auswähle, ist mir schon vor allem erstmal wichtig, dass mir das Essen schmeckt und wie es natürlich aussieht. Aber ich achte schon auch darauf, auf den CO2-Abdruck. Also grundsätzlich gibt es für mich mehrere Komponenten, die wichtig sind, wenn ich mein Essen auswähle. Aber natürlich eines der wichtigsten ist natürlich die Nachhaltigkeit. Also ob es vegan ist oder vegetarisch. Wir wollten mit der Studie untersuchen, ob CO2-Fußabdrucksinformationen auf Lebensmitteln dazu führen, dass Konsumenten sich anders verhalten, sprich zum Beispiel weniger CO2-intensive Lebensmittel wie Fleisch essen. Uns ging es aber nicht nur darum zu gucken, ob wir diesen Effekt allgemein sehen können, sondern ob das auch mit der Darstellungsform variiert. Darum haben wir verschiedene Informationspräsentationen gewählt. Erstmal die CO2-Emissionen in Gramm, einfach die numerische Zahl zur Verfügung gestellt, damit wir das dann gegen die anderen testen können. Und die anderen Präsentationsformate waren dann kontextualisiert. Also wir wollten gucken, ob es Menschen hilft, wenn sie etwas in einem Kontext sehen können. Zum Beispiel, ob die Leute weniger CO2-intensive Sachen essen, wenn sie ihr eigenes Essensbudget sehen oder ob sie zum Beispiel die Umweltkosten sehen. Wir haben das aber auch kombiniert mit einer Ampelskala, dieses Gelb-Rot-Grün, das kennt jeder, und haben dann eben auch geschaut, ob es einen Unterschied macht, wenn wir diese Farbskala dazu haben, um dann eben einen stärkeren Effekt zu haben, einen schwächeren Effekt, weil die Leute das vielleicht besser verstehen. Für das Treatment mit den Umweltkosten haben wir einen Kostensatz genommen, der vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellt wird. Das sind 199 Euro pro Tonne. Und für die Budgetangaben haben wir die Klimaziele genommen von dem Pariser Klimaabkommen, wie viel CO2-Ausgaben verwendet werden dürfen, und haben das auf die Weltbevölkerung runtergerechnet und konnten damit dann einen CO2-Wert bestimmen, der pro Person pro Tag ausgestoßen werden kann. Wir bekommen die Informationen für unsere Variablen aus den Kassendaten, und das System hier ist so, dass du quasi dein Essen auf die Waage stellst und dann klickst du an, was du genommen hast. Wenn du einen Schnitzel hast, dann klickst du das an, und alles, wo Fleischkomponenten drin sind, hat halt diesen Aufpreis, und das teilt halt unsere Treatment-Variablen ein in CO2-intensiv, ein bisschen CO2-neutraler. Und wir haben die Studie mit einem Survey durchgeführt, einfach um so ein bisschen Hintergrundinformationen sammeln zu können, wie zum Beispiel unsere Studenten generell essen, aber auch zu gucken, ob sich vielleicht Änderungen zeigen, dass sie mehr den ökologischen Fußabdruck angeben, was sie einfach generell bei ihrem Essen interessiert. Erstmal interessant, dass die Leute von sich selbst berichten, dass sie die CO2-Informationen gar nicht so sehr in ihre Essgewohnheiten einfließen lassen. Nur ungefähr 10% sagen das von sich. Gleichzeitig dann ist natürlich interessant, dass wir trotzdem eine Verhaltensänderung beobachten bei den Leuten. Überraschend war sicherlich für uns, dass es starke Unterschiede gibt in der Wirkung der verschiedenen Darbietungsformen dieser CO2-Informationen. Erst hatten wir erwartet, dass CO2-Angaben in Prozent eines persönlichen CO2-Budgets für Essen den größten Effekt hätten, weil dann die Leute sofort sehen, aha, mit diesem Schnitzel verbrate ich quasi 30% oder 50% meines täglichen CO2-Budgets, das ich eigentlich überhaupt habe. Aber was wir dann gesehen haben, ist, dass die Umweltkosten, also die Umrechnung von CO2-Emissionen in Umweltschäden in Euro, dass das eigentlich den größten Verhaltenseffekt hatte. Bis zu 10% weniger CO2-intensiv waren dann die Mahlzeiten, die gewählt wurden. Wir haben das Experiment für 2 Wochen, also 10 Werktage Mitte November in München durchgeführt, in einer der größten Mensen, die wir hier haben. Und das Ganze ist in Kooperation mit dem Studentenwerk München entstanden, und da hatten wir sehr viel Unterstützung. Das heißt, was die Menüvorbereitung anging, aber auch die praktische Umsetzung vor Ort. Als dieses Thema an uns herangetragen worden ist, haben wir sofort gesagt, das ist super, das passt, das ist aus unserer Sicht eine Herzensangelegenheit, auch da mitzuwirken. Es ist spannend natürlich zugleich, weil das macht man auch nicht jeden Tag. Es hat bis jetzt dato wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man muss jetzt mal sagen, das war natürlich ein Zeitraum durch Pandemie und Krieg, was also uns als Gastronomen sehr stark betroffen hat. Jetzt ist natürlich diese Option, dass alles bis 13 Uhr da sein muss, war nicht immer so einfach umzusetzen. Oft sind Lieferungen gar nicht gekommen, mussten Alternativen anbieten. Aber grundsätzlich war es eine Herausforderung. Ich hoffe, die Kolleginnen haben mit uns gut leben können, als wir da das gemacht haben. Aber also wir haben uns wohlgefühlt. Also, und ich denke, das hat so ganz gut funktioniert. Von den Labels halte ich schon viel, ich finde es ganz gut. Es haben mir schon weitergeholfen, um gerade zu sehen, welche Produkte eben mehr CO2 haben und welche weniger. Und das haben mir bei meiner Auswahl dann schon geholfen. Also ich finde die gut, aus dem Grund, weil es einem dann, sag jetzt mal, das Ganze irgendwo plastisch darstellt, wie groß der tatsächliche CO2-Fußabdruck von dem jeweiligen Essen ist. Weil man schätzt es manchmal vielleicht ein bisschen falsch ein, und das macht einem natürlich dann doch klar,
wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne mal einen Schnitzel oder die Rouladen haben, was das Ganze dann irgendwo bedeutet. Ja, im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte geht es ja häufig darum, zu überlegen, wie man Konsumenten dazu bringen kann, autonome Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht auch zu nachhaltigem Konsum führen. Und da ist immer die Frage, sollte man das Ganze durch Regulierung, also durch Verbote, bewerkstelligen, durch Steuern oder vielleicht auch einfach durch Informationen. Und wir zeigen jetzt hier, dass schon ein kleines bisschen Informationen dazu führen kann, dass Konsumenten tatsächlich ihr Verhalten ändern. Wenn man jetzt auch feststellt, dass das auch nachhaltig der Fall ist und auch längerfristig, dann spricht das vielleicht für mehr Informationen und für weniger Verbote. Also ich glaube, wir können die Ergebnisse auf jeden Fall für uns nutzen. Also mal unabhängig davon, dass es eine spannende Erfahrung ist, haben wir uns ja selber schon das Ziel gesetzt, auch den CO2-Fußabdruck zu etablieren. Soweit wir das jetzt schon aus der Studie beurteilen können, dass gerade wie man im Prinzip es ankündigt, ob es einfach nur über den Wert ist, ob es plakativ ist, ob es über eine Ampel ist, dass dann schon Unterschiede daraus entstehen. Und von daher arbeiten wir da jetzt natürlich dann auch gerne auch mit dem Team daran, das auch bei uns entsprechend einzubringen.